Hey Leute und willkommen zurück zu SpellForce 3 und wir fangen gerade an mit erhaltenen Belohnungen. Nein. Schauen wir mal, ich habe natürlich jetzt keinen Vergleichswert. Panzerbrecher, auch sehr nice. Was wir so benutzen sollten. Wir haben. Wir haben ja jetzt Sentenza Noria dabei. Den haben wir spezialisiert auf zwei Waffen, Kampfstil. Er hat dann auch hier so schöne zwei Waffen. Das heißt, mit unserem Hauptkara, wenn man das so nennen kann, Armidas Taha, würde ich dann vielleicht, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, versuchen, einen zweihändigen Kara draus zu machen. Der hat jetzt zwar im Moment zwei Waffen, aber jetzt haben wir gerade hier das Angebot, dass wir da auch zweihändigen Kämpfer draus machen können. Und das finde ich an der Stelle gar nicht mal so verkehrt. Da haben wir gerade was Zweihändiges noch dabei. Ist jetzt die Frage, was wir nehmen. Ich glaube, ein Schwert. Scaling-Attribute, Geschicklichkeit oder Stärke. Das ist eigentlich auch nicht richtig. Eine Flammenberger, also generell so ein zweihändiges Schwert, das braucht auch kaum Stärke, um das zu führen. Es braucht eher Geschicklichkeit. Also dahingehend auch. Haben Stangenwaffen eigentlich. Ach, hier brauchen wir Stärke 4 für. Ja, das können wir ja voll vergessen. Wie viel Stärke haben wir denn? 3. Geschicklichkeit auch 3. Legt den Schaden fest, den ihr mit geschicklichkeitsbasierten Waffen und Fertigkeiten versucht. Erhöht außerdem eure Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer. Und das ist, legt den Schaden fest, den ihr mit stärkebasierten Waffen und Fähigkeiten verursacht. Erhöht außerdem Abwehrchance. Wir haben hier noch gar nicht so viel freigeschaltet. Wo kann ich hier sehen? Waffe, Nahkampf, aber ist das ein Stärke- oder ein Geschicklichkeitsding? Fokusregeneration? Hier ist Stärke. Da ist Waffe, keine Ahnung. Scaling-Attribut Waffe. Willenskraft, okay. Waffe? Waffe? Das hier ist Stärke. Das ist jetzt so ein bisschen doof tatsächlich. Konstitution, Waffe, Willenskraft. Was haben wir hier drüben? Intelligenz, Willenskraft. Das ist auch Intelligenz und Willenskraft. Konstitution aber mit drin. Wir haben hier im Skillbaum haben wir nicht ein einziges Ding mit Geschicklichkeit. Wir haben einen Skill mit Stärke. Finde ich nicht so geil. Na gut, dann würde ich eher zum zweihändigen Schwert tendieren, auch wenn wir das noch nicht benutzen können. Aber können wir beides noch nicht benutzen, also von daher ist das auch wurscht. Ja, schade. Fehlt uns ein Punkt in Stärke. Wann bekommen wir eigentlich die nächsten Attributpunkte? Kann man das irgendwie sagen? Wenn wir auf Level 3 sind, höchstwahrscheinlich. Die Heldengruppe. Aber steht nicht das Helden. Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir werden sehen. Aber jetzt schlagen wir uns erstmal hier in die Wälder durch. Wir müssen anscheinend auf die andere Seite der Map. Dann werden wir erstmal hier runtergehen. Erkunden wir hier erstmal so ein bisschen. Da haben wir ein paar Spinnen. Lange schon nicht mehr gekämpft. Und Schildschlag hier. Und dann kriegen wir es auch hin. Und dann hier einmal mit Wiederherstellung. Ist zwar noch nicht ganz so weit, aber hey, man kann ja nie wissen. Und du kannst dann hier schon mal dahin. Und haben wir noch genug, um. Nee. Und das sollte jetzt fertig sein. So, dann machen wir das dich platt. Und dann bist du nur noch da.
Ja, das lief doch eigentlich ganz okay. So, schön. Da haben wir jetzt noch so ein bisschen Loot. Ja, auch wenn es so ein bisschen Chitin-Kram ist. Da hinten haben wir was. Sind das Orks? Sieht ein bisschen aus wie Orks. Okay, du... Holy crap! Was geht hier? Du Heiltrank. Aber man kann einfach draufklicken, alles klar. Ja. Die waren gar nicht so schlecht. Kann man glaube ich sagen. Die waren gar nicht so schlecht. Goblinfleisch. Haben die jetzt irgendwas bewacht? Ist hier irgendwas? Verstanden. Oh ja. Beute. Oder auch nicht. Klick da drauf. Ah, Streitaxt. Verschrammter Turmschild und eine grüne Robe. Natürlich, es ist ein Goblin-Lager. Es muss grün sein. Sonst ist das natürlich nicht authentisch. Wo ist denn Anselm? 20%? Das ist schon nicht schlecht, denke ich mal. Holy crap. Dieses Schild wäre ja sowas von fucking unnütz in Realität. Nicht nur, dass es hier komplett aus Metall ist am Rand, der Mitte ist auch komplett aus Metall. Der Schildbuckel, das ist ein Center Grip Schild, das heißt, fasst du hier in der Mitte an, aber er trägt ihn wie so eine Art Pseudo-Mittelalter Schild, also in Strap-Haltung, nicht in Center Grip Haltung. Absolut unnütz. Und er hat hier noch nicht mal einen Riemen zu seinem. Also wenn du so ein Schild so hältst, ja, dann brauchst du hier vorne eine Stabilisierung und du brauchst hier hinten eine Stabilisierung. Weil was sonst passiert, der Gegner kann sich hier einhaken, kann dann hier ziehen und der komplette Schild wird dir komplett aus der Hand gerissen. Was niemand möchte. Gut, ich schweife schon wieder ein bisschen ab, aber das ist so das Problem, wenn man. Den kann man immer noch nicht. Ich dachte, das ist, weil wir. Den kann man immer noch nicht upgraden. Ich dachte, das ist nur, weil wir ihn gespielt haben am Anfang, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Okidoki. Was braucht ihr? Können wir trotzdem noch weiter hier unten lang? Mehr Goblins. Und ein Zauberer. Uncool. Recht uncool mit dem Magier da hinten. Kriegen wir ihn dazu hier noch? So, warte, du jetzt da und du da unten. So. Ja, gerade so funktioniert alles klar. Ein Fass mit einem Bogen drin, natürlich. Was auch sonst. Haben wir hier noch was? Nahrung. Kann aufgenommen werden, wenn wir ein... Okay, das... Ich würde dann vermuten, dass wir ein Lager uns bald aufbauen müssen. Das ist genau derselbe Bogen. Wann ist es an der Zeit, den Hauptpfad zu gehen? Ich will eigentlich nicht. Ich will noch ein bisschen erkunden. Geht's hier hin? Alles klar. Okay, hier ist, da sind Wölfe. Ein paar viele. Und ein Mutterwolf oder sowas. Ah, shit. Dein fucking Ernst. Musstest du da reinschießen? Attacke! Für die Königin! Der hat echt noch Reichweite gehabt? Holy crap. GG. Mir befehlt. Sie werden fallen. Lächerlich. Kannst du da nochmal? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich sehe die Wölfe nicht. Alter Schwede. Hier müsste es auch einen Farbenblindenmodus geben, weil diese roten Umrisse
Umrisse auf den grünen Blattwerk. Da kann ich richtig scheiße erkennen. Orkische Axt. Das war schon mal gut. Das, war das jetzt... Warte mal, ich habe nicht aufgepasst. War das zweihändig? Einhändig. Aber Stärke. Das wäre doch was für Anselm. Ja. Das wäre was für... Holy crap. Ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Die Axt, ja, das würde in Realität absolut nicht funktionieren. Aber gut. Wäre auch komplett unnütz. Wer braucht so ein großes Axtblatt? Ah, ist das hier schon, gilt das hier schon als der Ort? Ja. Natürlich, wir können nicht über diesen kleinen Zaun hier steigen. Beziehungsweise springen oder was auch immer. Was seid ihr? Ich möchte jetzt trotzdem nochmal zurückgehen, um... Was ist das? Ah. Sieht aus wie ein alter Handelsposten. Genau deswegen. Wurde vermutlich in den Magierkriegen von Rebellen überrannt. Wir könnten ihn als Außenposten nutzen, falls wir später Hilfe von unseren Truppen brauchen. Apropos Truppen, wo bleibt der Rest der Garde? Hattet ihr nicht gesagt, dass wir sie beim Königswald treffen werden? Es ist etwas dazwischen gekommen. Sie sind noch oben im Norden und kümmern sich um ein Rebellennest. Mit etwas Glück werden sie aber bald zu uns stoßen. Woher weiß er das? Hat er ein Handy dabei? Hat der Funkgerät oder was? Seht ihr das? Ah, noch frisch. Und keinerlei Symptome des Blutbrands. Das gefällt mir nicht. Beeilen wir uns. Wieso gefällt dir das nicht? Ist so schön, das heißt, sie sind zumindest nicht krank. Kampfstab. Toll. Wir haben leider keinen Magier dabei. Weil Magie ist ja so schlecht und alle Magier sollten umgebracht werden, weil... Gründe. Was seid ihr für komische Dinger? Schaltet sie aus! Holy crap, Rückzug. Ein bisschen viel geaggrot gerade. Verstanden. Wir ziehen die, wenn es geht, so ein bisschen nacheinander. Da haben wir nochmal so einen Blutungspfeil raus. Du machst hier gerade mal einen Wirbelangriff. Wunderschön. Dann haben wir den. Was wollt ihr hier nochmal den drauf? So, dann hier einmal Heilungsaura-Gedöns. Ja, nicht ganz so das, was ich wollte. Hier nochmal den, hier da. Und du gehst auf ihn. Komm. Er ist gleich tot. Was macht ihr? Da wollte ich nicht hin. Haben wir echt aus... Fokus ist so ein Ding, das bräuchten unsere Leute echt ein bisschen mehr. So. Was? Muss ich hier die Tränke verbrauchen, deswegen. Wir befehlt. Habe ich nicht Kontrolle Gruppe 1? So, jetzt Gruppe 1. Nahrung und das wahrscheinlich Holz. Ja, kann nur wenn Gedöns und. Ich würde es mir. Wo läufst du hin? Ganz kurz. Komm. Interessant. So, die Leichen weisen eindeutige Symptome des Blutbrands auf. Die Körper sind leicht angeschwollen und die Verwesung hat bereits eingesetzt. Ihr schätzt, dass sie seit etwa 2 Tagen tot sind. So. Das heißt, wir haben das doch schon bestätigt. Das heißt, wir können jetzt wieder gehen. Deswegen sind wir doch hier, oder nicht? Warum? Beste Schriftrolle aller Zeiten. Warum? Kann ich mich sehr identifizieren mit dieser Schriftrolle. Warum? Wieso sind wir hier? Was ist unser... Harren, Wächter, Harren, gegangen, Seuche, Gedöns, nach dem letzten Brief, an Dorf, Blutbrand, noch schlimmer. Strafen uns die Wächter der... Was? Wieso strafen uns die Wächter da? Vom Spiel, nicht ertragen, Gedöns, befürchtet Dörfler, Gedöns, ja, alles klar. Ein bisschen... Können wir ihm hier einfach... Ja, jetzt sieht er cool aus. Jetzt ist so ein richtiger Rollenspiel-Bogenschütze.
Der Säbel ist wahrscheinlich nicht besser als irgendwas, was wir haben. Nein, da habe ich ja sowieso schon aufgerüstet. Dich kann ich ausrüsten. Du hast jetzt da Bumm, macht Ding und fertig, alles klar. Schöne Terrassierung hier, also los. Dafür, dass das nur so ein Dorf ist, haben die hier echt schon die haben Schilder. Haben die hier echt schon gute Arbeit mit den Terrassierungen hier gemacht? Da steckt viel Arbeit drin. Was bist du denn? Was zum Elfen? Hallo? Ja, Elfen. Salangar, wer seid ihr? Und was bei Elendsregen habt ihr hier zu suchen? Sentenza Noria, General der Wolfsgarde. Und wir stellen hier die Fragen. Wir befinden uns auf nordlandischem Territorium. Wolf? Oh, verstehe. Dann solltet ihr mit unserer Augurin sprechen, Elion. Ich denke, sie wird euch das ein oder andere zu erzählen haben. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Okay. Und wo? Befehle? Wächter von Gedöns? Mhm. Ja, wo? Hier oben? Nee, hier ist auch nichts mehr. Inselchen. Ja. Bewegung. Einfach weiter, oder? Ja, da drüben sind noch Gebäude. Das, ja, verwundert mich gerade ein bisschen. Das ist auch das, wo wir hin sollen, tatsächlich. Betretet Lianon. Das ist ja alles Elfenzeug hier. Ich dachte, wir sollen hier in eine Menschensiedlung. Interessant. Also diese kleinen Steinchen hier, das sind übrigens die Gebietsmarkierungen. Die hat man dann so also ein bisschen was mit dem Real-Time-Strategy-Part zu tun. Die Wolfsgarde. Das wird interessant. Was habt ihr hier zu suchen? Das ist Nordtanda-Gebiet. Ja, das wissen wir. Aber die Umstände erfordern unsere Präsenz. Gut, genug von dem Gerede. Was zum Henker hat das zu bedeuten? Nun ja, wie ihr vielleicht schon wisst, gab es in diesem Dorf einen Ausbruch des Blutbrandes. Wir sind hier, um Nachforschungen anzustellen. Hey, wir auch. wir haben die Leichen gefunden, die gehören uns. Nein. Seit wann seid ihr hier? Dann sollt ihr unsere Kräfte vereinen. Wir haben Leichen gefunden? Ja. Was hat es mit den Leichen nahe der Brücke auf sich? Sie haben Pfeile im Rücken stecken. Das waren Banditen. Sie waren in der Nähe des Dorfes, als wir einmarschiert sind. Und wir haben uns um sie gekümmert. Einmarschiert? Was? seit wann seid ihr hier? Wann genau? Ihr habt einen stattlichen Außenposten errichtet. Seit man uns darüber informiert hat, dass es einen Krankheitsausbruch geben würde. Also vor 3 Wochen. Moment, ihr wusstet, dass es einen Ausbruch geben würde? Ja. Ja, es steht ja auch Wahrsager Elion drauf, also wusste das natürlich vorher schon. Dann sollten wir unsere Kräfte vereinen. Wir sind auch hier, um Nachforschungen anzustellen. Vielleicht könnten wir ja zusammenarbeiten. Ich befürchte, das wird nicht möglich sein. Warum? Weil ich weiß, was ihr hier vorhabt. Es ist ein Fehler. Was haben wir denn vor? Was meint ihr? Es reicht. Wir sind auf Geheiß der Königin hier. Und getreu des Nebeldunstvertrags werdet ihr augenblicklich eure Soldaten abziehen. Und glaubt mir, wir... Das seid ihr nicht. Wie bitte? Der Nebeldunstvertrag wurde zwischen den Morhir-Auguren und Königin Aelit geschlossen. Ihr handelt auf Befehl des Lordmarschalls Arandir, dem wir nicht die Treue geschworen haben. Oder sollte ich sagen, Lord Angar und diese magierschlachtenden Fanatiker der Reinheit des Lichts, die mittlerweile die Gesetze in eurem Land machen? Die Reinheit des Lichts hat absolut gar nichts mit unserem Hiersein zu tun. Wir sind hier, um zu verhindern, dass sich der Blutbrand weiter ausbreitet. Schön, aber wir kümmern uns bereits darum, also ist eure Anwesenheit nicht weiter vonnöten. Jetzt verschwindet, oder ich werde dafür sorgen, dass ihr es tut. War das eine Drohung? Das war es, General. Ihr habt 5 Minuten, um mir aus den Augen zu gehen. Dann werden unsere Bogenschützen das Feuer eröffnen. Zurück zum Handelsposten. Sofort. Verstanden. Elfen werden zu Feinden in 5 Minuten. Schön. Okay, das heißt, wir haben hier gleich unseren ersten tatsächlichen Real-Time-Strategy-Part vor uns. Und ich habe noch keine wirkliche Ahnung, wie wir das anstellen sollen. Aber wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen auskundschaften können. Wir wissen, dass hier ein Wachturm steht. Blutbrand. Warum haben wir eigentlich bislang noch nie davon gehört, General?
weil die Krone eine Panik vermeiden möchte. Aber dafür ist es mittlerweile ohnehin zu spät. Die Gerüchte haben sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Und natürlich wissen die Spinner von der Reinheit des Lichts, das für sich einzusetzen. Ich schätze, du magst sie nicht. Nein. Und ich denke, dass unsere Truppen haben aufgeschlossen. Gut. General Maria. Was? Wo? Ihr? Einer. Was ist los? Stimmt was nicht? Wir haben Gesellschaft. Wo ist der Rest der Soldaten? An der Kreuzung, Herr. Sie warten auf euren Befehl. Gut, dann beordert sie rein. Wenn diese verdammten Elfen uns nicht von selbst hineinlassen, dann werden wir sie eben dazu zwingen. Anselm, du hilfst mir, eine Strategie zu entwickeln. Korporal Taha, du wirst die Errichtung des Außenpostens koordinieren. Wie heißt du, Junge? Seewig, Herr. Gerald Seewig. Und du kommst aus der Gegend, richtig? Ja, Herr. Gut, dann wirst du Taha mit Rat beistehen, wenn er ihn braucht. Fangen wir an. Wenn diese Mor hier Blut wollen, dann sollen sie es haben. Ah, ich habe keine Ahnung, wie. Leute, das geht doch nicht. Okay, Schätze, du magst sie nicht. Nein, und ich denke, dass der Lord Marschall sie unterschätzt. Können ja... Ach nee, wir können noch gar nicht... Wieso können wir noch nichts bauen? Befehle? Ich nehme mal an, ihr seid Korporal Taha. Ja, was schlagt ihr vor? Wo fangen wir an? Zunächst einmal sollten wir unsere Vorräte aufstocken. Ich schlage vor, ihr schickt ein paar Männer auf die Jagd und ordnet an, ein wenig Holz zu fällen. Verstanden. Ah, und vergesst nicht, einige unserer Arbeiter unbeschäftigt zu lassen, damit sie die Ressourcen transportieren können. Ansonsten hilft uns der beste Außenposten auf ganz EO nicht weiter. Ich werde es mir merken. Hab Dank. Okay. Sägewerk und Jagdhütte freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt sehen, na, Holzfällerhütte. Wo ist denn 7. Geil. 7 Holz. Okay, hier unten war doch recht viel Wald, oder? Da mag man doch meinen, dass hier eine Holzhütte ganz gut ist. Was Benachrichtigungen und Mitteilungen, die im RTS-Modus neben der Minikarte Informationen eignet. Klickt auf eine Benachrichtigung, die Kamera zum gewünschten Ort. Okay. Ich hoffe, wir stehen jetzt nicht unter irgendeinem direkten Zeitdruck, dass wir... dass wir uns beeilen müssen. Da läuft ein Hirsch rum. Hier oben wahrscheinlich weniger. I don't know. Ich klicke das jetzt einfach mal hier so hin, weil Jäger laufen ja sowieso eigentlich theoretisch rum und machen Sachen. Jagdzeug. Okay. Ein Gebäude wurde errichtet. Dann würde ich sagen, wir sehen uns an diesem Punkt in der nächsten Folge wieder. Und dann treten wir mal ein paar Elfen in den Hintern. So. Und damit bis zur nächsten Folge. Ciao.